Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Unser Thema heute ist Künstler, die Musikgeschichte geschrieben haben. Und dabei dreht sich alles um den unsterblichen Freddie Mercury, seine legendäre Rockband Queen und deren unsterbliche Musik. Ich habe vor, das zu sein, wofür ich geboren wurde. Ein Performer, der den Menschen gibt, was sie wollen. Ein Stückchen vom Himmel. Queen wurde 1970 gegründet. Der schillernde Frontman Freddie Mercury wurde allerdings nur 45 Jahre alt. Er starb 1991, schwer gezeichnet von seiner HIV-Erkrankung an einer Lungenentzündung. Unvergesslich und populär bleiben aber bis heute seine von ihm komponierten Lieder. Allesamt Welthits. Another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you through. Another one bites.
bekanntesten Bandmitgliedern gehört Brian May, ein Gitarrenvirtuose bis heute unerreicht. Und jetzt kommt's. Brian May holte aus zigtausenden Bewerbern einen Niederösterreicher für eine Queen Revival-Produktion zu sich auf die Bühne. Und ich freue mich unglaublich, dass sich dieser Niederösterreicher heute Zeit genommen hat, um mit uns über Queen zu plaudern. Corona-bedingt natürlich per Skype, aber trotzdem herzlich willkommen, Matthias Simona. Hallo Nora. Liebe Grüße an die 3F an dieser Stelle, des Stiftsgymnasiums Melk, an die Frau Professor Flieger und an alle Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums. Ich finde es super, dass ihr euch mit Queen und deren Musik beschäftigt. Es ist wirklich eine großartige Sache. Matthias, du hast das geschafft, wovon andere nur träumen. Bei Queen dabei zu sein und mit den noch aktiven Bandmitgliedern auf Du und Du. Wie ist denn Brian May so? Ja, die Frage habe ich oft gestellt bekommen. Das ist eine der meistgestellten Fragen überhaupt, glaube ich. Wir haben ja gemeinsam geprobt. Das heißt, ich wurde von ihm ausgesucht und die ganze Band wurde von ihm gecastet, von ihm und Roger Taylor, dem Schlagzeuger. Und als die ganze Produktion dann losging, haben wir die Proben natürlich dann intensiv, also wir haben täglich geprobt, von 9 morgens bis, ich glaube, 18 Uhr abends war das jeden Tag über einen Zeitraum von 4 Wochen circa und dann noch ein paar Wochen Preview-Shows, also bis zur Premiere ist einige Zeit, sind einige Wochen vergangen und wir haben intensiv, wie gesagt, geprobt mit den Herren, also die waren unter anderem auch vor Ort und haben mit uns gemeinsam die Songs zerlegt und auseinandergenommen und genau analysiert und wir haben wirklich an jedem, teilweise an jeder Note gefeilt und haben die Möglichkeit gehabt, dadurch auch deren Meinung und deren Geschichten zu hören. Also Brian hat uns damals zum Beispiel auch Aufnahmen vorgespielt, originale Studioaufnahmen, Einzelspuren der Instrumente aus den alten Tagen und so weiter. Das war halt einfach irrsinnig, das hat irrsinnig verbunden. Und natürlich nach den Proben haben wir dann miteinander gequatscht oder mal ein Bier getrunken und er ist überraschend bodenständig, unfassbar bodenständig eigentlich. Also von Starallüren merkt man da an seiner Person nichts. Solche Sachen kommen dann eh meistens über das Management und über den Kreis um diese Personen herum. Aber Brian an sich ist sehr, sehr humble, wie man im Englischen sagt. Also er ist sehr zurückhaltend, bodenständig, menschlich und ein sehr angenehmer, bescheidener Kerl. Würde man vielleicht nicht glauben oder vermuten, aber das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Du bist ja auch Gitarrist von Christina Stürmer. Aber inwieweit unterscheidet sich denn die heutige Popmusik von der Musik von Freddie Mercury? Puh, was ist an Queen anders? Also generell würde ich ja mal auf jeden Fall unterscheiden zwischen, wenn man sagt Popmusik und doch eher Rock. Das ist die Musik, mit der ich an der Gitarre begonnen habe. Also ich habe durch die Musik, die mein Vater früher selbst gespielt hat in Bands und die meine Eltern gehört haben, einen großen Mix an Musik mitbekommen, so als ich ungefähr in eurem Alter war. Also ich war 13, als ich angefangen habe mit der Gitarre. 13, 14 eigentlich. Also ich war gerade in der 4. Klasse. Und für mich war Rock generell, das hat mich immer mehr angezogen als Pop, als solches. Ich habe aber später dann natürlich verschiedenste Musikrichtungen gehört und auch gespielt. Was bei Queen wirklich das Besondere ist, das ist mir tatsächlich auch erst durch die Arbeit, durch die Zusammenarbeit aufgefallen, ist die unfassbare Vielfalt und das Spektrum, das da drin steckt. Also das ist jetzt nicht, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, aus einer ähnlichen Zeit von mir aus. AC/DC verbindet man immer mit Rock. Für meinen Geschmack ist das aber sehr, sehr eindimensional. Also alle Songs klingen sehr ähnlich, sind ja nicht so aufregend, finde ich, für meinen Geschmack. Bei Queen ist es halt so,
dass auf der einen Seite durch das Songwriting von allen vier verschiedene Einflüsse zum Tragen kommen, die man dann hört. Und das ist speziell, wenn man das Material dann auch spielt, wenn man die Songs spielt, ist es sehr abwechslungsreich. Das finde ich, ist der eine Punkt. Und es ist auch harmonisch immer sehr interessant. Das kommt auf der einen Seite vom Songwriting, also vom Background, vom musikalischen Background von Freddie und aber auch von Brian. Die Kombination aus allen vieren im Prinzip ergibt, wie gesagt, diese abwechslungsreiche Mixtur an Stilistiken bzw. an Einflüssen. Und da wird einem nie langweilig. Es ist irrsinnig angenehm zu hören im Vergleich zu vielen anderen, zur heutigen Popmusik. Sowieso, die heutige Popmusik ist meiner Meinung nach sehr, sehr eindimensional. Eindimensional, damit meine ich, es passiert, wer sich mit Musik beschäftigt, nicht viel in der Harmonie. Es passiert auch sehr wenig in der Melodieführung. Es ist einfach, es wird Wert auf andere Sachen gelegt, aber eigentlich nicht auf das, was eine Seele, ein Herz, einen Menschen berührt, nämlich eigentlich das Zusammenspiel aus Melodie und Harmonie, und das ist für mich Musik, egal in welche Richtung. Und das ist bei Queen halt ganz groß geschrieben. Was ist dein persönlicher Lieblingshit von Queen? Mein Lieblingssong von Queen. Es gibt viele sehr gute, aber eben auch durch die Show, die ich gespielt habe, die sehr lang war. Also wir haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele Songs drinnen waren. Es war auf jeden Fall eine Show, die gut über 3 Stunden gedauert hat. Und wenn man so viele Shows, wie ich da gespielt habe, ich habe, glaube ich, weit über 1000, ich würde sagen 1500 oder drüber, Shows gespielt. Und eines ist immer faszinierend gewesen, bis zum letzten Auftritt. Wenn dann das Klavierintro von Bohemian Rhapsody beginnt, hatte ich jedes Mal Gänsehaut. Immer und immer wieder. 1500 Mal oder öfter. Das macht für mich die Qualität eines Liedes aus. Das ist in meinem privaten Bereich, wenn ich Musik höre, auch so. Es gibt für mich Musik, die ich, wenn ich sie nach 20 Jahren immer noch hören kann und ich immer noch durchdrehe dabei oder mir irrsinnig freue, dann ist das einfach die Qualität für mich dieses Stücks. Und das hat Bohemian Rhapsody definitiv. Ist auch das bekannteste oder eins der bekanntesten, muss man sagen. Es gibt auch viele, viele weitaus weniger bekannte, großartige Songs von Queen, aber ich würde trotzdem Bohemian Rhapsody als Nummer 1 wählen. Wie würdest du jemanden den Bohemian Rhapsody beschreiben, der den Song nicht kennt? Naja, wer das Stück kennt, weiß, dass es aus verschiedenen Teilen besteht, mehr oder weniger. Und daher natürlich, wie vorher schon erwähnt, sehr abwechslungsreich ist. Das heißt, man hat dieses balladeske Klavierintro mit Freddys unverwechselbarer Stimme. Man hat die Chöre, die einfach irrsinnig auffällig sind und hervorstechen. Man hat den Rock-Part, den Heavy-Rock-Part. Man hat ein großartiges Gitarrensolo von Brian. Es kommt einfach alles zum Tragen. Bei dem Song fließen alle Stärken dieser Band zusammen und sind in einem Song vereint. Daher ist er auch relativ lang. Was aber nie langweilig wird. Man kann diesen Song hören und man ist am Schluss dann trotzdem irgendwie, boah, schon vorbei. Obwohl es ein für unsere Verhältnisse sehr, sehr langer Song ist. Und speziell zu der Nummer habe ich ein paar Fragen an Brian gerichtet damals bei den Proben. Und er hat bestätigt, dass Freddie das ganze Werk schon mehr oder weniger fertig im Kopf hatte. Also er kam dann ins Studio, als sie es aufgenommen haben, er hat sogar das Gitarrensolo im Kopf gehabt und das Gitarrenriff. Hat den Jungs mehr oder weniger dann gesagt, was sie spielen sollen. Und das alleine ist unfassbar. Also, wenn man so ein Werk fix fertig im Kopf hat und das mehr oder weniger downloadet irgendwoher und dann einfach nur mal umsetzt, einfach nur mal ist gut. Es ist auch großartig umgesetzt, es sind die Chöre phänomenal. Es ist produktionstechnisch sehr interessant für diese Zeit damals.
Also es hat einfach so viel Spezielles, das in anderen Stücken schwer, kaum oder gar nicht zu finden ist. Also Thumbs up. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a Die Plattenfirma wollte damals aber Bohemian Rhapsody gar nicht produzieren. Warum? Naja, da muss man wissen, dass Plattenfirmen damals wie heute, speziell bei unbekannteren Bands und Queen waren damals eher am Anfang ihrer Karriere, sehr, sehr starken Einfluss haben. Und zwar in so ziemlich alle Parameter. Also wie die Musik zu klingen hat, wie die Band oder die Künstler ausschauen oder sich kleiden, wie das ganze Produkt sozusagen wirken soll oder aussehen soll für den Konsumenten. Den Musikhörer. Und da gibt es halt Vorstellungen und die Plattenfirma ist sozusagen der Geldgeber, also die bezahlen die Produktion laut einem Vertrag und möchten daher natürlich auch mitbestimmen, was passiert und wie es ausschaut. Und Bohemian Rhapsody war der Plattenfirma schlicht und einfach unpassend. Es hat ihnen überhaupt nicht ins Konzept gepasst. Sie haben es als lächerliche Operette abgetan. Es ist zu vielschichtig, es ist nicht, das will keiner hören und nicht zeitgemäß und bla bla bla. Und wie so oft findet gutes Material dann trotzdem seinen Kanal oder seinen Weg. Und das passierte über einen Radio-DJ. Ein Radio-DJ ist, weiß nicht, ob das heute überhaupt noch bekannt ist, jemand, der in seiner Sendung sein Programm selbst gestaltet hat und im Prinzip aufgelegt hat, also gespielt hat, was er wollte. Und das ist heute leider nicht mehr so oder nicht mehr ganz eingeschränkt. Und dieser Radio-DJ hat diesen Song für großartig befunden und hat ihn einfach gespielt und zwar immer und immer wieder. Sogenannte Heavy Rotation nennt man das, weil es halt auf Rotation immer und immer wieder in der Schleife, also nicht hintereinander, aber sehr oft gespielt wird. Und das war der Start oder der Beginn einer großartigen Geschichte, eines großartigen Liedes. Ist Bohemian Rhapsody und die gesamte Musik von Queen unsterblich? Also für jemanden, der Bohemian Rhapsody nicht kennt, habe ich nur einen Tipp. Anhören. Unbedingt. Also das ist eine Bildungslücke, wenn man diesen Song nicht kennt. Wenn es eine Band gibt, beziehungsweise einen Song gibt, der lange, 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 lange Zeit überleben wird und an den man sich noch sehr, sehr viel später in ferner Zukunft erinnern wird, glaube ich, zu meinen, dann ist Queen und Bohemian Rhapsody auf jeden Fall dabei. Also da gibt es ganz andere Kandidaten, die man schneller vergessen wird, glaube ich, auf jeden Fall. Für mich zählt eins, was man eher weniger in Worte kleiden kann, nämlich das, was Musik ja eigentlich ausmacht. Und zwar, es soll Menschen berühren. Es berührt jemanden im Herzen. Und das tut dieser Song auf alle Fälle, auf jeden Fall bei mir. Und das ist für mich eine große Qualität eines Songs und das hat Bohemian Rhapsody. Also, wie gesagt, schwerer Tipp, anhören. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Ja, dann danke für deine Zeit und alles Gute für deine weitere musikalische Karriere.
Auch ich sage danke, hat mich sehr gefreut, da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu können und euch ein bisschen was zu erzählen. Finde es super cool, wie gesagt, dass ihr euch mit Musik von Queen beschäftigt und mit der Band an sich. Da gibt es vieles zu entdecken und ist eine großartige, großartige Sache. Dann wünsche ich noch viel Spaß und alles Liebe. Dankeschön für euer Interesse und freue mich auf das nächste Mal. Und jetzt schauen wir noch zu Matthias Simone ins Studio, denn er spielt jetzt noch Queen für uns. Tschüss! Liebe Grüße aus dem Studio.